Ja, das war's genau. Und willkommen. Wir reagieren jetzt auf Saschka. Und zwar vom Meme zum Mobbingopfer. Wie fake ist der Anzeigenhauptmeister wirklich? Und wir haben gerade über Saschka so ein bisschen geredet. Ich finde ihre Augenbrauen geil. Und die, guck mal, Leute, hier Horner, ist das Standbild. Aber bei mir ist so, Frauen sagen gegenseitig, oh mein Gott, das ist voll schön Augenbrauen. Aber Horner komplimentiert, also macht Komplimente. Das ist so ein nice Wort, okay? Ihren Hals. Die sagen ja, einfach, ihr Hals ist geil. Leute, guck mal, bei Saschka, sie hat natürlich schöne Augen, schöne Lippen und sowas, auch schöne Augenbrauen. Ja, sie hat auch immer frische Haare. Aber das Ding ist, ihr Hals ist majestätisch, Bruder. Du kannst nicht sagen, ein Hals ist geil. Das guck ist so mal, random. Der ist dünn und lang und der passt perfekt zu ihrem Körper. Oder? Hey, wir haben alle einen normalen Hals. Das ist nein, ihr Hals ist krank. Okay, wir gehen rein. Zuschauerschaft, seid ihr da? Denn es ist Sonntag, 18 Uhr, mit niemand geringerem. Kranker Hals! Alle gucken jetzt auf den Hals. Saschka, nächstes Video hat Rollkragen an. Ich wollte gerade sagen. Wenn ihr unterwegs seid, und das seid ihr ja vermutlich. Die trägt dann Schal und so. Dann werdet ihr schon mal von dem Anzeigenhauptmeister gehört haben. Denn man kommt praktisch nicht um ihn herum. Niklas Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres Hobby. Aber ihr Hals ist so lang. Denkst du, wenn sie Rollkragen trägt, dass sie noch Hals übrig ist? Tutti, jetzt reicht's. Leute, ganz kurz, der Anzeigerhauptmeister, wir haben, glaube ich, schon 3-4 Videos über ihn. Wir haben einmal das erste, das zweite, eine Parodie. Wir haben so viele Videos mittlerweile über ihn, ja, dass ich denke, wann endet dieses Thema? Wann endet es? Der ist immer noch präsent. Er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Ein, wie er von vielen genannt wird, Denunziant. Ein 18-Jähriger, der durch die Straßen Deutschlands zieht und sich zur Aufgabe gemacht hat, Falschparker und Verkehrssünder zur Verantwortung zu ziehen. Spiegel TV hat ihn groß gemacht und damit das Internet gespaltet. Er wird zu einem Meme. Es gibt angeblich einen Anzeigenhauptmeister-Simulator, wo man selbst zum Anzeigenhauptmeister wird. Nein! Doch! Nein! Das haben mir Leute auf Instagram geschickt, die haben gesagt, bitte spielt das, es ist so ein Spiel, glaube ich, oder? Ist es das? Wollen wir das heute spielen? Ja. Lass aber da musst du dich auch so ein bisschen mit so Verkehr und sowas auskennen. Oh mein Gott, Leute, da oben ist ein Anzeigen-Countdown. Also so Counter meine ich. Der zählt die Anzeigen, bitte. Lass stell dir mal vor, du hast dich so wichtig gemacht, dass es Spiele jetzt über dich gibt. Leute, guck mal ganz kurz. Dieses Outfit, weil guck mal, so, zum Beispiel solche Outfits tragen ja viele Leute. Zum Beispiel auf der Baustelle oder so meistens. Oder Müllabfuhren, weißt du, die Männer dort, die da Zoll arbeiten. Ja. Ich weiß, Zoll war ich jetzt nicht. Aber die tragen ja meistens solche Uniformen. Aber wenn du das siehst, denkst du nicht an die, sondern du siehst roter Helm, Fahrrad, das ist der. Anzeigen. Das ist crazy. Ja. Er wird gesucht, er wird gerufen, er wird interviewt. Ja, sogar die Öffentlich-Rechtlichen sind begeistert von ihm. Hat dich das schon immer gestört, oder? Ja, also stören tun Falschmacher grundsätzlich. Aber was, wenn aus einem Meme ein Mobbingopfer wird? Warum stand der Verdacht im Raum, dass er eine Erfindung von Stefan Raab ist? Warum es nicht das erste Mal ist, dass Spiegel TV mit so einer Person polarisiert? Und warum er mehr Schaden anrichtet als wirklich Gutes? Das erfahrt ihr heute, an welchem Tag auch immer, mit eurem Girl. Vielleicht oh, das wäre krass. Film das Leben der anderen. Dort wird die Zeit rund um die DDR behandelt. Der Hauptcharakter ist ein Mitarbeiter der Stasi, der das Leben der anderen abhört und sich dabei nur auf seine Arbeit und Anweisungen fokussiert. Er hat nichts anderes aus seiner Arbeit und notiert alles akribisch. Es ist ein wirklich toller Film, hat einen Oscar gewonnen. Die Handlung geht natürlich noch weiter als das, kann ich sehr empfehlen. Als ich den Anzeigenhauptmeister das erste Mal bei Spiegel TV gesehen habe, musste ich ein wenig an den Film denken, denn auch ihm ist sein Beruf heilig. Es ist ja eigentlich kein Beruf. Es ist ja in dem Sinne ein Hobby, was er da ausführt. Und zwar sehr penetrant. Denn dabei schreibt er alles auf. Vermeintliche Behinderung für Fußgänger. 4 SDVO auf. Macht 55 Euro. Das steht auf dem Gehweg. Auf dem Gehweg darf man mit dem Kraftfahrzeug nicht fahren. Oder irgendwas anderes, was gegen das Gesetz verstößt. Ein 18. Aber er hat doch keinerlei Empathie, ne? Null. Weil du brauchst auch für so einen Beruf, glaube ich, muss deine Empathie sehr so abgehärtet sein, weißt du? Ja, der mit einem Schild rumläuft, auf dem Polizvieh steht, damit er keine rechtlichen Probleme bekommt. Spiegel TV macht ihn groß. Und vielleicht ist es auch genau seine Absicht gewesen. Denn er wurde bereits schon vorher interviewt, aber das Ganze erzielte nicht mal ansatzweise so eine Reichweite wie bei Spiegel TV. Er bekommt viel Hate unter den Social Media Plattformen. Unter Beiträgen von anderen Kanälen, als auch auf seinem offiziellen Instagram-Account. Sie sagen, dass er sich bitte nicht fortpflanzen soll oder beleidigen ihn auf eine andere Art und Weise. Unter dem
originalen Beitrag von Spiegel TV gab es so viel Hass, dass die Kommentarfunktion deaktiviert wurde. Manche fragen ihn, ob er vielleicht auch in ihre Stadt kommen kann. Die anderen drohen ihm mit Gewalt. Und er hat Gewalt aufgrund seiner Tätigkeit erfahren und musste ins Krankenhaus. Doch das interessiert den Anzeigenhauptmeister nicht, denn seine Intention ist Recht und Ordnung. Er spricht von mehreren tausend Anzeigen und einem Haufen Geld für die Staatskassen. Zumindest berichtet das auch Spiegel TV, ohne das Ganze nachzuprüfen. Andere Quellen, wie beispielsweise der Bürgermeister seiner Stadt, berichten davon, dass es gerade mal 10 Anzeigen, verarbeitete Anzeigen gab, die mit einem Warngeld endeten. Und das Was? Nur 10? Das Ding ist, ich habe so Nachrichten dazu bekommen, dass Leute den kennen und so, da die kommen irgendwie auch aus seinem Ort, wo er lebt. Und die sagen halt, dass der so voll die Belastung ist für die Ämter und so, weil da kommen die ganze Zeit irgendwelche Sachen rein. Und ich dachte eigentlich, dass diese Ämter sich so denken, ey geil, der macht einfach kostenlose Arbeit, wir kassieren Geld. Aber irgendwie durch diese ganzen Bearbeitungen, weißt du, das muss kontrolliert werden, bearbeitet werden, bla 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 und so. Die müssen das ja machen. Ja, die müssen das ja machen und so, bringt der da alles durcheinander. Ja, safe. Aber guck mal Leute, was hier steht. 2023, ja, kamen 900 Anzeigen rein und nur 12 sind durch, also mit Bußgeld geahndet. Also im Endeffekt nicht mal 400 Euro hat das Ganze gebracht. Und dafür wird er geschlagen, beleidigt, ausgegrenzt, gemobbt. Für nicht mal 400 Euro. Ja. Für 12 Anzeigen. Ja, aber es geht ihm ja nicht um das Geld, sondern wirklich halt so um Ordnung reinzubringen. Ja. Aber mit dem stimmt halt irgendwie was nicht. Nee. Das soll um den Dreh 300 Euro gewesen sein. Doch lügt der Anzeigenhauptmeister und warum wird das Ganze nicht überprüft als seriöse... Ich nehme es zurück. Denn das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass bei Spiegel TV mit bestimmten Leuten eine sehr hohe Reichweite erwirtschaftet wird. Also die Reeperbahn, Penny-Dokus sind natürlich Kult. Die guckt man sich gerne an, wenn nach Temptation Island nicht schon alle Gehirnzellen abgestorben sind. Und schon vor 6 Jahren begleitete Spiegel TV einen Mann, der Falschparker und Co. notierte und sich hierbei mit anderen Leuten anlegte. Man könnte meinen, er ist der OG-Anzeigenhauptmeister. Das war sein Vater. Der hat ihn einfach, Leute, kennt ihr das, wenn es so weitergeerbt wird und bei ihm einfach so diese Kamera mit der App wird so weitergeerbt, weißt du? Die Parallelen sind auffällig stark. Schwede investiert an manchen Tagen 4 Stunden in die Parkraumüberwachung. Saures Türknallen. Oha! Punkt, da Fahrradfahrer wegen der zugeparkten Spur in Gefahr sind, kann er den Notruf der Polizei wählen. Und je mehr Blödsinn jemand redet und auffällig ist, desto besser kommt das Ganze an. Und das gilt für verschiedene Sender. SternTV hat auch seinen Kultcharakter, nämlich die Ritterfamilie, Karin Ritter und ihre Söhne. Eine verwahrloste Familie mit schwierigen Kindern und einer schwierigen Umgebung. SternTV erreichte Millionen Menschen, die Ritters hingegen blieben arm, aber Kult. Viele vermuten bei dem Anzeigenhauptmeister Autismus. Eine Ferndiagnose ist meiner Meinung nach immer schwierig. Das hatten wir ja auch besprochen, ich glaube in der letzten Reaction auf den Anzeigenhauptmeister. Und da hatten irgendwie alle im Chat, auch in den Kommis und so gesagt, ey, man geht davon aus, dass er Autismus hat und so. Und dann ganz im Ernst kann man nicht mal so wirklich so drüber lachen, weil in der ersten Reaction, wo wir nicht wussten, was er vielleicht hat, da haben wir gelacht und oh mein Gott, wie krass ist das? Ach du Scheiße, wie hobbylos. Aber wenn man davon ausgeht, dass er Autismus hat, dann denke ich mir so, ist einfach nur noch traurig, weil der macht es nicht, weil er es will oder so, sondern er kann nicht anders, weil er halt so autistisch ist. Er ist halt so, wisst ihr. Erheblichen Teil, der sagt, das sind auch Symptome für Autismus, ein ganzes Auftreten könnte einen autistischen Hintergrund haben, weil das weiß man natürlich nicht mit Sicherheit. Doch was, wenn das Ganze einfach nur ein blöder Scherz ist? Was, wenn es sich um eine Kunstfigur handelt, wie damals die erfundene Figur von Jan Böhmermann bei Schwiegertochter gesucht? 2016 ja, man, kennt ihr das? Nämlich Jan Böhmermann 2 Kandidaten bei dem Format Schwiegertochter gesucht ein. Das ist ein RTL-Dating-Format, wo Dauersingles verkuppelt werden sollen und die Mütter ein enormes Mitsprach. Gibt's das noch? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber damals hat er so 2 Leute verdeckt da reingeschickt und dann konnten die halt sehen, wie hat RTL mit denen geredet. Weißt du, da haben sie natürlich gesagt, stell da noch ein paar Bierflaschen hin und hier und dort, also Sachen gefaked und so, weißt du? Ja, ich habe das also Schwiegersohn oder so gesucht oder Schwiegertochter. Schwiegertochter oder Bauersuchtfrau, keine Ahnung. Die Formate habe ich immer so gern geguckt. Damals nach der Schule und so. Ja, das war noch Zeiten. Die Kandidaten sind dabei teilweise so ulkig, dass man nicht glauben konnte, dass diese echt waren. Und genau das bewies auch Jan Böhmermann, der 2 Schauspieler in das Format einschleust. In der Vorbereitung auf die Rolle natürlich vor allem aufs Weinen konzentriert. Aber RTL hat noch eine Schippe draufgelegt und diese noch extremer gemacht. Und damit, das läuft das Geschäft, macht er wirklich alles.
Ihr habt Robin und René noch dümmer gemacht, als wir sie uns ausgedacht haben. Und das will was heißen. Ihr habt sie als die... Und so konnte man deutlich beweisen, dass da nicht alles echt ist, sondern für die Quote auch einiges inszeniert wurde. Das Ganze sorgte für einen Riesenskandal, änderte aber eigentlich nichts. Interessiert natürlich. Hey, ich habe das gar nicht mitbekommen. Wo war ich da? War ich geboren? Ich weiß es nicht. Aber das ist eine richtig krasse Idee. Das ist so komisch, weil das sind alles so Fernsehsender und so ZDF und RTL, die spionieren sich so gegenseitig aus und danach machen die so Videos, ihr seid fake und so, weißt du, was ich meine? Oder da war auch irgendwas, ich kann mich nicht so ganz erinnern, da mussten die zum Beispiel auch so einen Vertrag unterschreiben. Dann haben die gesagt, ja, mach das so und so und so und keine Ahnung, RTL war da so ganz komisch, weil da sind, kommen ja Leute, so ein Kamerateam und so eine Frau, die ja hinter der Kamera ist und sagt, mach das, tu mal so, geh mal da rein, weißt du? Und das war so, die wollten die wirklich bloßstellen, weißt du? Die haben gesagt, stell dich jetzt mal so an, sag doch mal das, tu mal da noch Bierflaschen hin, schütte mal hier ein paar Käfer aus und so, damit es so richtig ranzig aussieht. Ich habe mich aber damals auch mal so gefragt, sind Menschen, also gibt es wirklich solche Menschen? Ja. Aber die dramatisieren es natürlich, weißt du? Natürlich. Der Anzeigenhauptmeister ist mittlerweile eine ähnliche Kultfigur. Er wird parodiert, ihm werden Songs gewidmet und man lädt ihn sogar auf Konzerte ein. Du bist herzlich eingeladen, du kannst Bushido zu jedem Konzert deiner Wahl kommen. Sodass viele glauben, er sei gar nicht echt, sondern eine fiktive Figur, die nur zur Belustigung geschaffen wurde. Und Stefan Raab soll dahinter stecken. Um den Zusammenhang zu verstehen, Alter, Leute, muss man den Hintergrund wissen. Ich habe Stefan Raab sein Gesicht so lange nicht mehr gesehen. Ja, aber der sieht, glaube ich, jetzt so anders aus. Ja, der sieht jetzt so anders aus. Und ich würde gerne wissen, wie er jetzt aussieht. Ich auch. Ja. Stefan Raab wird für viele von euch ein Begriff sein. Er prägte viele Menschen mit seinen Sendungen. Schlag den Star, TV Total und etwas, was in meinem Kopf immer festgebrannt ist, das Interview zwischen Dagi B und Bibi und ihm. Also ist Dagi B. Das meinte ich voll, Leute. Als ihr meintet, reagiert mal bitte auf das Interview von Laser, Luca und Bibi. Hab ich doch gesagt, Bibi hat zuletzt ein Interview gemacht, da hatte die noch blaue Haare, war bei Stefan Raab. Ja. Das war hier. Das meinte ich, Alter, wie unwahrscheinlich. Ey, Bibi war hier wirklich noch Bibi. Ja, die war auch noch so jung und nicht. Süß. Schreibt euch Selbstbewusstsein ganz groß auf die Stirn. Okay, ja. Du bist Biggie B. Bibi's B. Er ging in den Fernsehen. Biggie's B. Und hielt sich im Hintergrund. Doch rund um Ostern kam er zurück und kündigte sich mit einem Video an und sagte, dass wenn er die 9 Millionen Abonnenten erreichen würde auf Instagram, etwas passieren würde. Er erreichte das Ziel nicht, aber erzielte fast 3 Millionen Abonnenten. Aber Leute, ich dachte mir da schon, das ist so unrealistisch, weil der hat halt so gesagt, ja, Pamela Reif, diese Fitness-Influencerin und so, wie viel hat die? 9 Millionen, das will ich auch und so. Ja. Und Stefan Raab ist ja, was deutsches Fernsehen und so angeht, die Number One, was so im Entertainment-Bereich. Ja, zu seiner Zeit, aber der war wirklich, den konnte man nicht ersetzen, der war krass. Ja. Wir haben Stefan Raab geliebt als Kinder. Ja, ja. Damals mussten wir mal schlafen gehen, unsere Eltern haben uns dann so geguckt und dann haben wir uns ins Wohnzimmer so reingeschlichen. Ja, so aber reingeschlichen. Weißt du, was das Ding ist bei Stefan Raab? Er vergleicht sich mit einer Pamela Reif. Pamela Reif macht es, glaube ich, schon seitdem sie 16 ist, die Social Media. Seit 10 Jahren. Und die ist jeden Tag aktiv am Machen, am Posten. Die bringt immer neue Produkte und neue Workouts und so und da und immer, die. Immer. Die deckt ein riesiges Publikum, weil sie deckt nicht nur Deutschland, sondern sie redet auch Englisch. Also deckt sie auch sehr viele andere Länder. Ob in Asien oder was weiß ich, überall irgendwo, verstehst du? Und deswegen hat sie 9 Millionen. Und er denkt, ja, ich will auch einfach so viel. Da war ich so. Bist du lost? Aber Honna, 3 Millionen ist schon zu viel. Ja, aber über die Weihnachtstage, über die Ostertage hat er 3 Millionen bekommen. Das ist verrückt. Das ist krass. Er rückte einen Boxkampf an. Parallel dazu ging nach einer gewissen Zeit ein Video auf dem Kanal vom Anzeigenhauptmeister online. Ähnliche Kulisse, ähnliche Musik und ein Anzeigenhauptmeister, der einen Falschparker notierte. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass ja schon wieder einer mitten im Wald parkt. Bestimmt wieder ein Angler, der hier rumsteht. Und auf dem Kennzeichen waren die Initialen von Stefan Raab. Oh mein Gott. Ey, wenn der Anzeigenhauptmeister, wenn der Anzeigenhauptmeister so eine Figur ist, die Stefan Raab erfunden hat, okay, dann sind wir alle verarscht worden. Hey, ich würde so feiern. Der Typ ist ja genial, wenn er das geschafft hat. Und da es ja sowieso in Frage stand, ob er denn echt ist oder nicht, vielleicht doch eine fiktive Figur. Das Ding ist, ich glaube, er ist echt, aber vielleicht, wenn überhaupt, hat er sich mit Stefan Raab so zusammengesetzt. Ich glaube nicht, dass Stefan ihn erfunden hat, sondern ich glaube, er ist wirklich echt. Aber stell dir vor, das ist so ein Schauspieler. Nein, niemals! Hä, kann doch sein! Niemals!
waren... Der verdient einen Oscar. Er muss eine Erfindung von Stefan Raab sein. Raab äußert sich nicht dazu. Der Anzeigenhauptmeister dagegen schon. Er sagt, er sei keine erfundene Figur. Es sei ein April-Scheiß von ihm gewesen und es hätte sich einfach ergeben. Er wollte nur die Spekulation rund um Stefan Raab nutzen. Ein ganz einfacher, aber gut produzierter Promo-Move. Und entweder hat er ein echt gutes Management hinter sich stehen oder er weiß genau, was er tun muss, um eine Menge Menschen zu erreichen. Denn hey, das ist wirklich ein krasser Move gewesen. Was mich wiederum zu der Frage führt, ist sein ganzes Auftreten ein gezielter Promo-Move, egal mit welchen Folgen? Denn Folgen hat dieser Medienrummel definitiv. Er wird beleidigt, verprügelt und im Internet gemobbt. Manche bezeichnen ihn als den neuen Rainer Winkler, also Drachenlord. Falls ihr nicht wisst, wer das ist ein deutscher YouTuber-Streamer, warum zwinker ich, der sehr polarisiert und Dinge sagt, die so krass unter der Gürtellinie sind. Drachenlord kennst du auch nicht, gell? Das war nee, auch ich kenne ihn Phase. Da ist das. Ganz schlimm. Dass ich sie nicht mal wiederholen kann. Er provoziert nicht nur, sondern er wird auch provoziert. Und zwar von einer ganzen Gruppe. Damals hat er, irgendjemand hat von Drachenlords die Schwester beleidigt. Und das war so einer der größten Dinger, die so eskaliert sind. Und dann hat er so gesagt in so einem Stream, so YouTube-Video, du Wichser, du Pisser, hat so richtig beleidigt, hat gesagt, hier ist meine Adresse, komm zu mir nach Hause, wir klären das 1:1. Und dann sind alle Leute, die ihn halt hassen, dorthin gefahren. Guck, wie es dann dort aussah. Das, und nonstop waren Leute bei ihm zu Hause, haben sein Zuhause kaputt gemacht und sowas. Und guck mal, das war dann so voll. Guck, weißt du, was ich meine? Ja. Da hat er mir ein bisschen leid getan, weil er wollte seine Schwester beschützen. Und jetzt hat er so viele Leute an der Backe, weißt du? Das war irgendwie ganz komisch. Der ist ganz, ganz komisch. Das war 2019. Und so lang schon her? 5 Jahre? Ja, das ist doch nicht... Ah, 2019 ist schon 5 Jahre her. Ja, ich denke immer so ein Jahr irgendwie. Hater nennen. Und sie machen sich einen Spaß daraus, ihn zu haten und ihn zu terrorisieren. Drachenlord gibt ihnen aber auch die Möglichkeit, ihn zu haten und zu terrorisieren, boah, denn er hat öffentlich seine Adresse geleakt und damit nicht nur sich selbst geschadet, sondern auch diesem ganzen Dorf, in dem er drin wohnt, weil das ist nämlich so ein Furzdorf, wo es eigentlich nicht viele Einwohner gibt, aber... Seitdem er das natürlich veröffentlicht hat, gibt es eine Menge Leute, die dahin pilgern und ja, sich einen Spaß. Ja, weil das Haus wird komplett auseinandergenommen. Oh mein Gott. Leute, die ihn hassen, gehen hin und zerstören so und so. Wirklich, ganz schön. Hä, wie traut man sich überhaupt, so anderes Eigentum ja, nur anzufassen? Da steht sogar, das Haus ist mittlerweile abgerissen worden und er wohnt woanders. Das war wirklich so schlimm, Leute, wirklich. Ach du Scheiße. Was machen, ihn zu provozieren. Abgerissen. Das Haus des YouTubers Drachenlord ist platt. 8 Jahre litt das 35 Einwohnerdorf unter dem Trubel. Jetzt 35 sie, Einwohner! Das Ganze endete vor Gericht, weil der Drachenlord hier in einer Tasche... Das Dorf dachte sich, als diese Herde von Menschen kam. Oh mein Gott, so viele Menschen habe ich noch nie gesehen. Lampe geschlagen hat. Doch gilt das Gleiche für den Anzeigenhauptmeister. Sie dachten, sowas sehe ich nur im Fernsehen. Dass er der neue Drachenlord wäre. Oder Rainer Winkler. Immerhin terrorisiert er sein ganzes Umfeld, die Städte und die Behörden und seine Bibel ist wahrscheinlich das Strafgesetzbuch. Und auch eine Fortsetzung mit Spiegel TV war geplant. Ja, dann müsste ich aber erst Spiegel TV fragen, also mein Partner halt. Weil ich habe bis Ende des Jahres jetzt noch einen Vertrag. Bei dem Drachenlord wurde verminderte Intelligenz festgestellt. Beim Anzeigenhauptmeister wird durch das Internet möglicher Autismus diagnostiziert. Beide spalten das Internet, es bestehen Parallelen. Und doch sind die beiden meiner Meinung nach nicht... Habt ihr mitbekommen, Leute, dass er auch vor kurzem wieder von so einer Frau geschubst wurde? Das TikTok ist richtig viral gegangen. Sie sagt so, lösch das Bild, ich reiß dir das Handy aus der Hand. Dann hat sie ihn nicht so geschubst, aber sie will so das Handy nehmen, gib mal deine Hand. Sie will so das Handy nehmen, jetzt zieh mal weg. Und dann hat er sich so hingeworfen. Also er ist so ins Ungleichgewicht gekommen. Er hat sich richtig hingeworfen. Das hat man ja so gesehen, weil alle haben es natürlich aufgenommen. Ja. Und hat sie gesagt, das hat doch jetzt jeder gesehen, dass er sich hingeworfen hat. Ne? Und Leute sagen schon, ja, das war cringe, hast gesehen und so. Oh nein, ich kenne das nicht. Ich zeig's dir später. Später habe ich noch einen TikTok gesehen, wo ein Typ ihn angesprochen hat, dazu gesagt, stimmt, ist das so geschlagen? Wurde von so einem Fußballteam und so hat er gesagt, ja, ja, das stimmt. Ist schon öfter vorgekommen. Der so, öfter? Echt? Macht der, ja, dann hole ich mich Schmerzgeld. Und er wurde heimlich aufgenommen. Der Typ hat es gesehen, war irgend so Kanacke. Der hat ihn so heimlich aufgenommen und hat sein Gesicht gesehen. Und dann sagt er, ja, und dann nehme ich jetzt Schmerzensgeld. Der so, mein Bruder macht der, ja, ja, ich kassiere da sehr viel ab und so. Ich so, wer lässt sich denn, oh mein Gott. Wer lässt sich verprügeln für Geld? Nein, weil, ja, Beispiel, und die sagen, als er geschlagen wurde von diesen Fußballdingern da, ne, ja, von diesen Heinis, gell, haben die gesagt, echt, wie lange warst du denn im Krankenhaus? Sagt er, 1/2 Stunde. Weißt du warum? Er wurde hingefahren, die haben Prellungen oder sowas gesehen, nicht mal. Und das war's. Ja, dann ja, ist er wieder gegangen. Die können nichts machen, ja. Vergleichbar. Der eine ist ein Erwachsener,
mit verminderter Intelligenz diagnostizierter Mann, der seinen ganzen Kram selber online stellt und von seinen ganzen Eskapaden finanziell profitiert. Beim Anzeigenhauptmeister hat der Sender profitiert. Zwar stellt er seine Sachen ebenfalls selbst online und generiert Follower, dass er... Oh mein Gott, was ist dein Insta? Das ist sein Account. Wir haben letztens gefragt, was ist eigentlich sein Insta? Das hier ist sein Insta, deutscher Anzeigerhauptmeister. Ah, ich dachte, das ist irgendwie, ich hab die Seite gefunden, aber ich dachte, das ist irgendwie so eine Fanpage oder so. Das ist er, okay. Aber damit seinen Lebensunterhalt finanziert, bezweifle ich. Mit 18 Jahren ist er zwar volljährig, aber ob er in dem Alter die Weitsicht hat, zu schauen, was das denn für die Zukunft heißt, bezweifle ich. Zumindest konnte ich das mit 18 nicht. Denn wenn aus dir ein Meme wird, kann dies ziemlich schrecklich für die Zukunft sein. Hier zwar ein altes Beispiel, aber ein sehr interessantes. Und zwar das Angry German Kid. Ein Junge, der heimlich gefilmt wurde von seinem Papa, während er vor dem Computer ausgerastet ist. Alles fingiert, doch der Fokus fällt darauf ein und baut das in eine Reportage über Ausraster- und Killerspiele ein. Was fatal war, denn zu der Zeit fand ein Amoklauf statt und die Politiker haben Killerspielen die Schuld daran gegeben. Jahre später erzählte er als ein erwachsener Mann, welche Folgen das für ihn hatte und wie ihn das auch für die Zukunft geprägt hat. Dass das Video ernst genommen wird, dass ich Morddrohungen bekomme, das sind alles Sachen, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Und genauso heutzutage weiß man nicht, was mit diesem Video passieren wird. Man weiß nicht, wer sich das angucken wird und wie das verstanden wird. Zwar liegt der Fall mittlerweile lange zurück und es waren andere Umstände und man könnte sagen, dass Leute nur durch diesen einen Clip gerne ein... Ja, ich weiß, was er da geschrieben hat. Da bestimmt hat er geschrieben, und sowas, weißt du? Ah, stimmt sowas. Aber welcher Vater nimmt seine Kinder heimlich auf? Keine Ahnung. Ein Meme wären. Besonders in Amerika ist das ein Trend, der gerne aufgegriffen wird und sich auf die Leute eher positiv auswirkt. Aber beim Anzeigenhauptmeister muss man ja doch schon sagen, es ist ja wirklich enorm viel Hate. Doch wessen Aufgabe ist es überhaupt, das zu überwachen? Der Anzeigenhauptmeister hat sich den Weg in die Öffentlichkeit gesucht. Zumindest gab es bereits vorher Interviews und Berichte. Er lässt sich nach wie vor gerne interviewen und sogar Funk springt darauf. Und wehrt sich gegen Vorwürfe, dass man hier Niklas ausnutzt für Klicks. Denn es ginge ja um ein seriöses Interview und Antworten. Hat dich das schon immer gestört, oder? Antworten, die Niklas schon in anderen Interviews gegeben hat. Personen, die zu einem möglichen Meme werden könnten, sind für Sender gefundenes Fressen. Walter von Traumfrau gesucht, Nadine von Frauentausch. Die ist beste. Ja! Das ist geil. Es bleibt alles so, wie es ist. Der aber extrem lange lief und sich eingebrannt hat. Mein Kaffee habe ich jetzt getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das gleiche Konzept auf dem gleichen Sender 6 Jahre später nochmal aufgerollt wird und polarisiert. Denn die Quote ist im Vordergrund. Ja, egal, welchen Einfluss das auf das zukünftige Leben der Protagonisten hat. Denn hey, die Leute sind ja erwachsen, die haben das selbst entschieden und das sind dann eben ihre eigenen Konsequenzen, mit denen sie leben müssen. Obwohl sie vielleicht nicht wussten, was für ein Kult um sie ausgelöst wird. Bei Niklas habe ich persönlich das Gefühl, dass er sich bewusst auf die Öffentlichkeit eingelassen hat. Denn er zeigt sich gerne, er postet auch Sachen gerne und lässt sich, wie gesagt, auch gerne interviewen. Er erregt mit seinem Auftreten Aufmerksamkeit und diese ist nicht immer positiv. Wie bereits erwähnt, erfuhr er schon Gewalt und letztens war da ein krasser Fall, der genauso auch hätte auf RTL 2 ablaufen können. Und zwar notierte er eine... Das ist das, was ich meinte. Das ist die mit dem Handy. Ja, die guck, jetzt fällt der hin. Oh, und diese war darüber nicht so glücklich und hat ihm gedroht, das Handy aus der Hand zu nehmen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und ich weiß irgendwie nicht. Wow. Alter, hat er sich schnell fallen lassen? Er ist komplett eingestürzt. Guck mal, Kelly hat so gemacht. Und er ist so direkt, als ob seine Knien so weich geworden sind. So glücklich und hat ihm gedroht, das Handy aus der Hand zu nehmen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und ich weiß irgendwie nicht, was ich dazu sagen soll. Also währenddessen... währenddessen ruft er da die Polizei an. Sieht das? Während er da liegt, guck, er liegt da und macht so... Und wirklich, das Fahrrad liegt auf ihm und der ruft die Polizei an. Ja, er ruft, glaube ich, Krankenwagen, Polizei. Wirklich, Leute, das ist Film. Das kann nicht geschauspielert sein. Ich mein's ernst. Das geht nicht. Das Handy und fotografiert die. Für eine Schwalbe, zumindest ist es das, was ich jetzt daraus interpretiere, mussten 2 Streifenpolizisten kommen und Sanitäter mit einem Krankenwagen. Und ich tu mir... Imagine, du rufst deswegen einen Krankenwagen. Und Leute, guck mal, ganz ehrlich, ganz kurz, ne? Ich finde, da wird es zu fatal, was er tut. Weil er besetzt einen Krankenwagen und Leute, die diesen Krankenwagen wirklich brauchen, haben den jetzt nicht. Verstehst du? Und ich finde, da, Bruder, hört es für mich auf. Wenn er einen Krankenwagen ruft, weil er sich so hinfallen lässt. Leute, ich hatte solche Wunden und so. Oder meine Freunde haben sich so schlimm verletzt. Ich so,
so haben wir Krankenwagen gerufen, ist es das wert oder so? Ja, Horne hatte aber so eine Wunde, die genäht werden musste, so richtig fett, der hat gesagt, komm, wir fahren ins Krankenhaus. Auf entspannt, Bruder Tutti hat ihren Zeh gebrochen oder ihren Fuß, irgendwas da richtig verletzt. Ja. Sie ist selbst mit dem Auto gefahren. Sie ist gefahren. Okay? Aber geht nur bei Automatiker. Aber ich weiß hier, es ist so krank. Und dann denke ich mir, er stürzt hin und ruft einen Krankenwagen. Tutti, ganz kurz, ist auch nicht mehr witzig, Bruder, da hört's auf. Ganz kurz. Und da, finde ich, sollte man auch Spurstrafen machen, dass er Geld zahlen muss. Ey, Leute, mein Zeh war gebrochen und ich weiß, ihr denkt euch jetzt so, oh mein Gott, Zeh. Aber mein ganzer Fuß konnte nicht mehr auf dem Boden aufkommen, weil das ist jetzt mein Zeh. Sorry, dass ich jetzt aber bei meinem Zeh rede. Bruder, ich hatte so eine Schnittwunde, ich habe nicht so viel gemacht wie du, Jürgen. Ich hatte übrigens alle meine Zehen gebrochen, auf rechte Fuß. Eine Woche war ich nicht zum Arzt gegangen. Erst nach einer Woche habe ich gesagt, ich glaube, ich gehe krankenhaus, weil ich nicht mehr in meinen Schuh reinkam, weil mein Fuß so angeschwollen ist. Die hat nur ein Zeh gebrochen und sie erzählt Story, Bruder, als wäre es ganz nie im Versagen. Gott sei Dank, ne? Mach schon auf mich. Aber ich war noch nie so wirklich im Krankenhaus und mir ist auch nie so was Schlimmes passiert. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Zum Beispiel Horner war schon so oft im Krankenhaus. Eigentlich könnte die so Arzt werden und so, weil die kennt doch alle Gänge und alle Räume. Ja. Und so. Nee, wirklich, Horner, dir ist schon so viel Scheiße passiert, Alter. Aber du bist auch so wild gewesen als Kind, weißt du? Ich saß auf der Bank mit meinen Freundinnen. Ich hab so geredet. Und ich bin so mit den Jungs Kopf an Kopf. Komm rein, Junge. Jetzt ganz kurz, also, mein Zeh war hier so gebrochen, ich konnte dann gar nicht mehr so auftreten. Und dann bin ich hatte nämlich Krücken damals noch im Keller, ich habe die Krücken genommen und bin dann alleine zum Auto gegangen mit den Krücken, bin dann rein und es war mein linker Fuß, also bin ich rechts einfach Automatik gefahren und so. Und dann bin ich angekommen und vor der Notaufnahme parke ich das Auto und gebe meinen Krücken raus. Und die Leute gucken mich so an. Ist gerade Auto gefahren? Ja. Schwer damit, denn egal, ob man es feiert, was er macht oder es schlecht findet, aber was ich feststelle, ist, dass er eben gewisse Vorgänge missbraucht. Hier ist eine Ordnungswidrigkeit, jemand hat 5 Minuten geparkt und zack ist er da und ruft die Polizei. Für jeden Furz ruft er die Polizei und diese müssen ja anrücken und sich den Sachverhalt angucken, um dann festzustellen, was das eigentlich für ein Blödsinn ist. Aber egal, ja. Bei Spiegel TV kommt das ja gut. Der Bürgermeister gibt in einem Interview preis, dass es noch mehr solcher skurriler Vorfälle gab, wo wegen Nichtigkeiten die Polizei gerufen wurde. Auch die Behörden, wie beispielsweise das Ordnungsamt, gucken sich an, was da ankommt und müssen ja diese Sachen behandeln, damit von den ganzen Anzeigen dann am Ende vielleicht 1% davon durchkommt. Und ich frage mich, ob diese ganzen Einsätze, dass die Polizisten rauskommen müssen, dass Sanitäter rauskommen müssen und, wirklich ausgeglichen werden durch seine popeligen Anzeigen. Erkennst du, Horner? Das ist aber wirklich so das komplette Gegenteil von dir, weil du magst ja gar nicht diese Aufmerksamkeit. Nee. Und nur wenn irgendwie so die Polizei kommen müsste oder so für dich oder der Krankenwagen, dann wärst du so, oh mein Gott, oh mein zu viel Aufmerksamkeit. Es ist nur Aufmerksamkeit. Ich denke mir so, Bro, wer bist du, dass du die Polizei rufst? Wer bist du, also jetzt auch an der Anzeige, wer bist du, dass wenn du runterstehst, den Krankenwagen rufst. Weißt du, Krankenwagen heißt, du bist in so einer Lage, du könntest jetzt nicht selber zum Arzt fahren. Das heißt Krankenwagen. Die müssen kommen, verstehst du? Ja. Er stürzt, also er wirft sich hin, ist doch in der Lage, sie zu fotografieren, aber ruft dann den Krankenwagen. Real Talk, das ist eigentlich so krank, Leute. Das ist krass. Ordnungswidrigkeiten, die kein Schwein juckt. Und das ist das, was ich so paradox finde. Wenn es doch einem um Recht und Ordnung geht. Der eine Bürgermeister aber sagt, ey, von deinen Anzeigen kommt kaum was an und hier ständig die Polizei rausrücken muss, dann müsste einem doch bewusst sein, dass der Staat bei genau diesen Sachen eigentlich drauf zahlt. Dadurch, dass wir ja nicht wissen, was mit Niklas los ist, ob der Autismus hat oder was auch immer, ist es recht schwer, die Lage und die Intention zu beurteilen. Und so stelle ich mir am Ende die Frage, geht es hier wirklich um eine penetrante Umsetzung von Recht und Ordnung durch einen 18-Jährigen, der mit einem Schild ja, steht und er einfach nicht abschätzen kann. So ein Knastfoto. Für seine Zukunft. Geil. Oder geht es um Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Zeit, sodass man dafür einen Fall extremer erscheinen lässt, als er ist, an den Marketingkampagnen anderer teilnimmt, weil es sich eben so ergeben hat und sich von allen möglichen Sendern interviewen lässt und eigentlich eine Fortsetzung geplant hat. Ganz nüchtern und von außen betrachtet, schadet sein Auftreten und seine Intention mehr den Behörden, als sie ihnen nutzt. Auch sich selbst schadet er, doch das interessiert ihn nicht. Er hat den Status eines Memes erreicht und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Und vielleicht will er das auch nicht. Was aber am Ende die Intention seines ganzen Auftretens ist, weiß ich nicht. Und ich kann es nur mutmaßen, aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Leute, eure Meinung interessiert mich auch gerade, deswegen kommentiert es unbedingt unten in den Kommentaren. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen mit dem schmackhaften Video. We love you guys. Ciao. Like, kommentieren, abonnieren. Bis morgen. Tschüss. Ciao.